Marcel, es riecht so nach Plastik. Ja. Und das Ding Nein. schmilzt. Das ist noch an! Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich schon mal eine Kaffeemaschine komplett niedergebrannt habe auf der Herdplatte? Wir hatten mal eine Kaffeemaschine auf einer Herdplatte stehen und ich habe gedacht, ich hätte irgendwie eine andere Herdplatte angemacht für meinen Topf. Habe mich gewundert, warum der Topf halt nie anfängt zu kochen, so, ne? Hab den so angestellt, bin so in einen anderen Raum gedacht und dachte so, ja, wenn gegangen und dachte so, ja, wenn das Wasser kocht, dann gehe ich zurück in die Küche, dann weiß ich ja, ne, dann geht's los. Aber plötzlich roch es so nach Plastik. Geh zurück. Und die Kaffeemaschine stand so auf der Platte und die war mal so groß und ist dann irgendwie so auf die Hälfte runter geschrumpft. Da war dann nur noch so eine Pfütze Plastik. Und ich dachte so, Scheiße. Ich hab einfach richtig schön die Kaffeemaschine nieder. Warum steht die Kaffeemaschine auf dem Herd? Platzmangel, to be honest.